nüchtern. Hallihallo, liebe Leute. Wir haben heute was ganz, ganz Wildes vor. Was ganz Wildes. Und zwar fahren wir heute auf eine Psytrance-Party, full on Hightech, was weiß ich. So feiern bin ich auch nicht mehr ganz am Start, aber sowas, da freut man sich dann schon. Und wenn das halt mit Liebe und alles schön gestaltet ist, mit lieben, netten Menschen, ist das schon cool. Das ist brutal dunkel. Ich hoffe, wir kommen da gut an. Ja, und ich fahre nicht in irgendwelche Scherben rein. Wir gehen zu einer Party, haben wir noch ein paar Faktoren, die da mit reinspielen. Und zwar, ich habe die Auflage, ich trinke schon seit 3 Jahren kein Alkohol, ich kiffe nicht mehr und ich nehme auch keine anderen Drogen. Und das schon eine ganze Weile. Und ja, das ist sowieso mein Normalzustand. Und ich würde einfach gerne das mal aufzeigen, ein bisschen dokumentieren, welche Vor- und Nachteile das hat. Beziehungsweise Nachteile sind, ja, aber erstmal diese 3 Punkte. Ich glaube, das ist für viele Leute echt krass, erstmal gar kein Alkohol zu trinken. Und ja, ich werde dann mal danach einfach euch mal zeigen, wie es mir geht, wie ich mich fühle, wie ich auf andere Leute zugehen konnte. Ja, wie ich mich allgemein danach gefühlt habe, so wie das die ganze Stimmung ist. Und dann morgen wahrscheinlich nochmal noch einen kleinen Überblick geben, welche so die Vorteile waren, die ich dabei gemerkt habe, die ich wahrgenommen habe. Und ja, ob ich das empfehlen würde. Und meine ganzen Gedanken dazu einfach nochmal. So, guten Morgen. Wir haben so um die 6 Uhr, so 10 Minuten vor 6 Uhr. Und ja, ich habe sehr gut überstanden. Ich suche mir erstmal einen schönen neuen Spot, wo ich mich hinsetzen werde. Ich freue mich auf jeden Fall gerade, dass die Sonne so schön rausgekommen ist. Und ja, ich freue mich jetzt beim Radfahren so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen zu können. Ich fühle mich echt gerade, als wenn ich aus der Kur gekommen bin. Also ich fühle mich irgendwie mega erholt. Kann man vielleicht nicht glauben, aber ist wirklich so. Als wenn du gerade in der Sauna warst, in den See gesprungen bist und gerade auf der Liege liegst, schön kuschelig, Körper ein kleines wenig müde, aber sonst, ja, top. Ja, wirklich wie kleiner Kururlaub hat sich das angefühlt. Oh, das sieht ganz schön aus da. Okay, kann ich mal gucken. Aber ich wollte einfach nochmal anmerken, mit welcher Fresse die Leute hier einfach rumlaufen. Ne? Also es ist irgendwie echt früh, schon klar. Aber ich habe mega die gute Laune. Und ich finde es immer krass, welcher Kontrast da nochmal entsteht, wenn die Leute da wirklich richtig grumpy aufstehen, durch die Gegend laufen. Und ich mich mega super fühle. Das ist irgendwie, ach ja, dann lächelt man die halt an. So. Dann starten die vielleicht auch ein bisschen happy in den neuen Tag. Ja, vielleicht tut man den kleinen Gefallen damit, aber ich merke einfach den Kontrast gerade mega. Und jetzt mache ich mal eine Kurve und schaue mal, ob ich mich da hinsetzen kann in Ruhe, ne? So, ich habe auch die ganze Nacht nur Wasser halt und dazu noch schönes Zitronentropfen noch dazu genommen, und das war eigentlich alles, was ich heute Nacht zu mir genommen habe. Recht übersichtlich auf jeden Fall. Ich merke aber gerade schon langsam, wie mein Körper mir gerade sagt, dass ich gerne schlafen gehen möchte. Es ist immer dann ganz angenehm, dass man auf seinen Körper auch eher hört und nicht übertreibt und dann irgendwie Pausen nicht einhält und eigentlich sich mal hinschillen könnte und es dann nicht merkt, aber weitermacht und man es aber dann einige Stunden später dann doch mitbekommt, dass man sich ein bisschen überanstrengt hat und verausgabt hat. Ein bisschen Kopfschmerzen habe ich gerade, muss ich zugeben. Das war aber auch wirklich brutal schwül da drin. Es war recht kleiner Raum. Ich trinke gleich erstmal einen Schluck. Und ja, mein Kopf fühlt sich gerade sehr, sehr frei und klar an. Also ich habe gerade nicht viele Gedanken. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach an der Art von Musik, die dafür wohl gemacht ist, dass du wenige Gedanken hast. Es gab schon Phasen, wo das richtig
reingemoscht hat, hat mega Spaß gemacht. Und das führte einfach, die ganze Musikrichtung führt halt dazu, dass man seine Gedanken ein bisschen befreit und loslassen kann. Ja, mein bester Freund hat irgendwann früher mal gesagt, so, bei der Musikrichtung kann ich auf jeden Fall nicht gut nachdenken. Und ja, ey, das ist genau der Zweck, warum es diese Musik gibt. Damit du eben nicht nachdenkst und deinen Geist mal befreien kannst von dem ganzen Kram, der dich sonst immer begleitet und den du sonst nicht loslassen kannst. Ich grüße gleich noch ein bisschen weiter, aber es war schon erfrischend und erfreulich, dass man hier so diese nassen Pflanzen hier hat. Das ist so Mitte, Ende Juni, ist natürlich auch irgendwie ganz schön. Da freut man sich, wenn man so einen schönen Morgen hat. So, okay. Noch voll aktiv. Man ist auch nicht mehr gewohnt, muss ich echt sagen. Vor einigen Jahren, da hat man das schon irgendwie mehr abgekonnt. Das ist auch eine Sache der Übung. Sehr, sehr sportlich. Und dann die Leute, die dann noch Drogen nehmen, Leistungssport. Dass man da alles koordiniert und dann am Ende noch gut klarkommt damit. Wir haben heute absolut gar nichts konsumiert, bis auf Zitronentropfen von doTERRA. Die waren ganz lecker. Und ich habe dann tatsächlich auch noch etwas Pfefferminzöl in meinen Mund geschmiert. Das hat nämlich sehr, sehr schön frisch und lecker geschmeckt. Ist nicht so, dass ich nicht mehr feiern gehen würde oder irgendwie da ich tanzen gehen würde, weil ich finde, ja, das Tanzen ist eigentlich so das Hauptding bei mir. Aber es gibt halt viele Sachen, die ich dabei nicht mehr tue. Und ich genieße es trotzdem. Und vielleicht sogar mehr als andere Leute, die dann irgendwie auf halbem Weg abschmieren dabei. Und dann am Ende oder am Morgen halt nicht mehr so richtig frisch und wohlig aussehen. Und ich dachte mir, ja, lohnt sich voll, diesen anderen Aspekt nochmal zu beleuchten. Vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen anzustupsen, dass es vielleicht auch der Weg für ihn sein könnte und dass man nicht wirklich auf etwas verzichtet im Endeffekt. Es ist irgendwie mittlerweile einfach genauso normal, wie es für mich früher war, vor einigen Jahren irgendwie Alkohol zu trinken, wenn ich mit Leuten unterwegs war oder halt irgendwie meine Joints zu rauchen zwischendurch. Das ist einfach ein anderer Lebensabschnitt, aber so läuft das halt gerade. Ich fühle mich wirklich halt brutal viel fitter als ich mich früher gefühlt habe und so wie manche Leute aussehen. Ich denke mal, der allergrößte Teil der Leute kann sich gut benehmen, kennt sich, übertreibt es auch nicht komplett, aber da gibt es schon ein paar Kandidaten, die das doch nicht so gut wegstecken. Und vor allem auf diesen Psytrance-Veranstaltungen und dann, wenn halt Darkside, Twilight und Hightech läuft so die ganze Zeit, sind dann auch so die Musikrichtungen, die dich ganz gerne mal brutal wegklatschen können. Und ja, die dazu natürlich irgendwie ein bisschen animieren, ein bisschen mehr Vollgas zu geben. Oh, ich laber schon wieder 7 Minuten. Eieiei. Obwohl das eigentlich nur spontan mal sein soll. Weil ich möchte es ja auch irgendwie so cutten und irgendwie so zusammenschneiden, dass es anguckbar ist. Weil ich kenne das von meiner eigenen Erfahrung auch, dass ich natürlich nicht irgendwie eine halbe Stunde Video mir gerne anschaue. Und dann beschleunige ich das auch, aber ich möchte die Filets irgendwie herausbekommen und es dann irgendwie gut anguckbar machen. Also wir sehen uns dann gleich nochmal. Wir haben jetzt gerade fucking 7 Uhr morgens jedenfalls. Schon früh auf jeden Fall, da könnte man auch aufstehen. Mein T-Shirt, was ich dabei hatte, ist komplett durch. Das ist aber auch nicht zu verübeln. Das war ganz schön stickig und ganz schön schwül da in dem Raum. Ich habe vor so 2 Monaten schon mal was in einem meiner Journals aufgeschrieben. Ist mir auch eine Idee gekommen, die ich spontan hatte. Und da habe ich einfach eine Menge Gründe aufgeschrieben, warum ich es sinnvoll finde, einfach nüchtern feiern zu gehen. Oder kein Alkohol oder gar nichts zu sich zu nehmen. Und ich mache es einfach mal im Schnelldurchlauf, weil da habe ich das sehr, sehr ausführlich behandelt und alle möglichen Punkte reingeschrieben, die mir so auch eingefallen sind. Und ich wollte einfach mal kurz, bevor ich mich gleich hinhaue, nochmal ein paar Dinge erwähnen, die ich wieder gemerkt habe. Und warum ich das ziemlich gut finde, wirklich der einzige Nüchterne da gewesen zu sein. Eine Sache, die ihm immer echt sehr wohlwollend auffällt, ist, dass ja, in nüchternen Zustand habe ich immer die Möglichkeit, mir auszusuchen, mit wem ich Gespräche führen möchte. Und ich kann spüren, ich kann mir die Leute genau anschauen und ich kann gucken, mit wem ich interagieren möchte, wen ich ansprechen möchte oder mit wem man eventuell ein gutes Gespräch führen kann und mit wem man gut klarkommt. Und ich denke, dass du das eventuell auch kennst von einigen Momenten, die du in deinem Leben hattest, dass du entweder komplett besoffen bist oder der Typ, der komplett besoffen ist und dass ihr euch dann gegenseitig anlabert, dass er dich anlabert oder du dann den Typen oder die andere Person einfach komplett zugelaberst und ihr wisst beide gerade gar nicht, was geht und was ihr überhaupt erzählt da. Ist doch alles voll lala. Da ist irgendwie nichts entstanden und eigentlich wolltest du auch nicht wissen, was die Person dir gerade da zu erzählen hatte. Immer sehr schön, dass man die Wahl halt einfach, mit wem man sich unterhält und das passt dann auch. Man sieht dann auch wirklich immer die Leute an, mit denen es gut funktioniert, mit denen es harmoniert und wo du vielleicht auch längerfristig Kontakt dann zu haben möchtest.
Das ist dann nicht nur so eine verballerte Party-Bekanntschaft. Ich finde das immer sehr schön, wenn man dann mit den Leuten, die man mal kennengelernt hat, dann auch längerfristig Kontakt hat oder da mehr daraus entstehen kann. So, das ist der erste Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ja, das war Nummer zwei. Ich kürze das vielleicht einfach ab, weil ich einfach echt um den heißen Brei herumgelabert habe. Ist einfach, du bist der frischeste und fitteste in der Gegend, der gerade im Raum ist oder da draußen rumsteht. Und das ist immer sehr lustig. Ich habe heute auch irgendwie ein paar Blicke, wo ich mich noch genau daran erinnere, die sehr verdutzt geschaut haben, wo ich noch so fit und frisch aussehe. Genau, das ist die zweite Sache. Du bist halt immer Herr über deine Energie und kannst bei dir bleiben und bist nicht von irgendwie einer Substanz gelenkt, die dich dann irgendwie nach einer Weile wieder auf den Boden der Tatsachen kommen lässt. Und dann die dritte Sache, die mir noch eingefallen ist, dass du immer auf deinen Körper hörst. Du hast nicht irgendwie einen Stimulant oder einen Upper, der dich immer wieder auf den Beinen hält und macht, dass du dich aufhörst, deinen Körper zu spüren. Das ist das Schöne. Also du machst dann wirklich auch eine Pause, wenn du eine Pause machen möchtest oder das brauchst. Und überanspruchst deinen Körper nicht zu einem gewissen Grad. Der wird dir das auch danken. Und spätestens am nächsten Tag wirst du ja merken, dass du deine Beine zu viel verwendet hast und auf die ganzen Signale deines Körpers nicht gehört hast. Aber es ist irgendwie auch nicht mehr der Anspruch einfach, dass man komplett eskaliert und sich alles reinballert und dann bis, weiß ich nicht wann, auf den Beinen bleibt und dann gefühlt den Schuss nicht mehr gehört hat. Ja, es ist, kann auch jeder zu seinen Weg und seine Lektionen im Leben. Und es ist dann die Frage, ob der Mensch, die dann hört, annimmt. Katastrophe. Meine Beine tun weh, müde. Noch einen Schluck trinken gleich und ich hau mich einfach aufs Ohr und dann mache ich morgen weiter.